So, da sind wir wieder. Okay, also offensichtlich scheinen wir nicht in dem Raum zu speichern, in dem wir waren, sondern einfach nur im selben Level. Komm, komm, das schaffen wir hier. So, 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 so. Ja! Richter-1-Patrouille. Captain Hendricks hat von einem ungewöhnlichen Energiesignal während einer Patrouille durch das Argo-Rom-Cluster berichtet. Sie äußert sich besondere Bedenken bezüglich der Hydra-Systems, wurde aber von dort abgezogen, bevor ihr Team weiter Nachforschungen anstellen konnte. Für diesen Sektor sind keine Patrouillen geplant. Ob wir ein Aufklärungssystem dahin entsenden sollten? Ja, hätte er doch mal machen sollen. So, dann gucken wir mal. Vor 50.000 Jahren waren die Protean. Die Elkor gelten als Zitadellmitglieder und stammen von Dekuna, einer Welt mit extrem hoher Schwerkraft. Sie sind massige Gestalten, die zur Stabilität auf vier muskulösen Beinen stehen. Als eine evolutionäre Reaktion auf eine Umgebung, wo jeder Sturz tödlich sein kann, bewegen sich die Elkor sehr langsam. Dies nahm auch Einfluss auf ihre Verhaltens- und Denkweise. Sie geben sich eher bedächtig und zurückhaltend. Die Sprache der Elkor wirkt schwerfällig und monoton. Die Elkor können über für Menschen nicht wahrnehmbare Gerüche, geringfügigste Bewegungen und Infraschall kommunizieren. Ihre somit kaum einschätzbare emotionale Kommunikation steht also beispielsweise im krassen Gegensatz zu einem menschlichen Lachen. Da es aus diesem Grund zu Missverständnissen mit anderen Völkern kommen kann, müssen die Elkor oftmals umständlich betonen, wenn sie sich sarkastisch, amüsiert oder ärgerlich ausdrücken wollen. Durch die extrem hohe Schwerkraft von Dekuna gibt es dort keine nennenswerten Berge. Der Großteil des Planeten besteht aus flachen Ebenen, über die die Vorfahren der heutigen Elkor in kleinen Familiengruppen gestreift sind. Auch die heutigen Elkor ziehen es vor, unter freiem Himmel zu leben. Auf langen Reisen mit Sternenkreuzern neigen sie dazu, sich eingesperrt zu fühlen. Ich mag die Jungs. Die sind irgendwie... ja, ruhig, bedächtig. Das ist mir sympathisch. Die Volus sind Mitglieder der Zitadell, pflegen darüber hinaus aber auch intensive Beziehungen mit den Turianern. Vor Jahrhunderten schon ließen sie sich freiwillig in die Hierarchiegesellschaft der Turianer integrieren, um ihre Wirtschaftsgüter gegen den militärischen Schutz der Turianer einzutauschen. Irune, die Heimatwelt der Volus, liegt außerhalb des normalen Lebensraums ihres Sterns. Die Hochdruck-Treibhausatmosphäre dieser Welt ist die Grundlage für die dortige ammoniakbasierte Biochemiestruktur. Um mit anderen Lebewesen kommunizieren zu können, müssen die Volus daher einen Druckanzug tragen. Die Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre vieler anderer Welten wirkt giftig auf sie. Und der geringe Luftdruck der von den meisten Völkern bewohnten Planeten bringt ihre Haut zum Platzen. Die Volus sind ein Stammesvolk und handeln mit Grundstücken und sogar Stammesmitgliedern, um ihren Reichtum zu mehren. Der daraus resultierende Kulturaustausch macht sie zu sehr fähigen Wirtschaftsgestaltern. Die Volus waren so zum Beispiel die Urheber des einheitlichen galaktischen Bankenwesens und agieren weiterhin als Experten und Lenker der Zitadellökonomie. Die Ferengi. Nö, aber die sind irgendwo cool. Ein bisschen hippelig. Die Zitadell ist eine uralte Raumstation, die haben wir doch schon geguckt, mitten in oder? Der Galaxie, die wohl einst von den Proteanern gebaut wurde. Nach der Auslöschung der Proteaner wurde die... Der Rat ist das Exekutivkomitee, das aus Abgesandten der Asari-Republiken, der Turianischen Hierarchie und der Salarianischen Union gebildet wird. Auch wenn der Rat über keine offizielle Autorität über die unabhängigen Regierungen der Völker verfügt, sind seine Entscheidungen doch von großer Tragweite für die gesamte Galaxie. Kein einzelnes Mitglied des Rates kann die anderen beiden Völker überstimmen. Und alle Vertreter haben ein vitales Interesse an Kompromissen und Kooperation. Jedes der Ratsvölker nimmt eine eigene und besondere Rolle innerhalb der galaktischen Regierungsarbeit ein. Die Asari gelten allgemein als Diplomaten und Schlichter. Die Salarianer beschäftigen sich mit dem Sammeln von Wissen und Informationen.
und die Turianer stellen den Großteil der militärischen Streitkräfte und der Friedenstruppen. Alle Völker mit einer Botschaft auf der Zitadelle gelten als assoziierte Mitglieder und sind gebunden an die Zitadelle-Konventionen. Assoziierte Mitglieder können ihre Anliegen vor dem Rat vortragen, haben aber keinen Einfluss auf die Entscheidungen. Die Allianz der Menschen wurde 2165 assoziiertes Mitglied des Rates. Gut, haben wir uns erstmal wieder ein bisschen Hintergrundinfo organisiert. Ist ja auch mal nicht schlecht. So. Hier drüben bei den Jungs waren wir schon. Ja. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Was hat die Asari getan, dass Sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfolgen. Auf ein weiteres Mal willkommen, Menschenkommander. Hilfsbereit. Wie kann ich Ihnen heute weiterhelfen? Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Menschenkommander. Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadelle. Ich mag auch Ihre Stimmlage. Die ist cool. Ich mag die. Die sind cool. Also dahin geht's nicht lang. Gut. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Ist das ein Anzug oder haben die wirklich so einen komischen Körperbau? Okay, und da Botschafter Lomsch, Hauptquartier C-Sicherheit. Gucken wir erstmal hier, Hauptquartier C-Sicherheit. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Sie wissen, wer ich bin? Ja, ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Was ist das für ein Ort? Das ist das Präsidium, genauer gesagt der Bereich der Zitadellbotschaften. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Was ist das? Avina ist die virtuelle Reiseleiterin für Zitadelle. Sie können sie selbst über das Terminal aktivieren. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Sie scheinen recht beschäftigt zu sein. Die Botschaften sind das Zentrum der Zitadellpolitik. Das Vertreten der Interessen von Billionen von Bürgern bedeutet Arbeit.
Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Die Asari haben als erstes Volk die Zitadelle entdeckt. Nach Ankunft der Salarianer schlugen die Asari die Einrichtung eines Zitadellrates zur Erhaltung des galaktischen Friedens vor. Seit diesen Zeiten fungieren die Asari als Mittler und Schlichter des Rates. Die Asari sind ein rein weibliches Volk, das sich durch eine Art Parthenogenese fortpflanzt. Zur Fortpflanzung können sie ihr Nervensystem mit allen anderen Lebewesen verbinden, unabhängig von Geschlecht und Volk. Diese Fähigkeit hat den Asari den ungerechtfertigten und diskriminierenden Ruf einer promiskuitiven Lebensweise eingetragen. Die Asari leben zum Teil mehr als 1000 Jahre und durchlaufen dabei drei Lebenszyklen. In ihrer jungfräulichen Phase erkunden sie die Welt, immer auf der Suche nach neuen Technologien und Erfahrungen. Zu Beginn ihrer matronalen Phase verschmelzen sie im Zuge der Fortpflanzung mit interessierten Partnern, die sie vorher kennengelernt haben. Zu Beginn ihrer matriarchalen Phase dann nehmen sie ihre Rolle als Führerinnen und Ratgeberinnen ein. Jo, immer erstmal ein bisschen erkunden. Freundlich begrüßen. Menschen, Commander. Eine Freude, Sie zu treffen. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Okay, das sind die. Ein bisschen XP nehmen wir immer mit. Okay. Also, das ist der Ausgang. Ich wurde von einem nicht erfassten Konto verschiedenen Empfängern gesetzt. Und nett versendet. Eine weitere Überwachung der Situation ist veranlasst. Meine biotischen Gefährten, du wurdest ausgewählt, den Übertragung zu erhalten, weil wir das gleiche Schicksal teilen. Nur weniger verstehen uns und noch weniger respektieren uns. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen unsere neue Welt erschaffen. Komm, schließ dich uns. Habe King Eta Cluster ein. Nur zusammen können wir Unrecht an unseren Leuten wieder gut machen. Oh. Wenn die gehen. Die Elkor gelten. Kampfanzüge bieten dem... Biotik bezeichnet die seltene Fähigkeit von Lebewesen über einen... Jetzt wollte ich erstmal nachgucken, was Biotik eigentlich nochmal war. Commander Shepard, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Ich kam, weil ich es wollte, und ich brauche Informationen. Diese Menschen. Immer so neugierig. Immer mit der Nase in anderer Leute Angelegenheiten. Ist das der richtige Ausdruck? Schon gut, vergessen Sie es. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander?
Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen nicht besonders leiden können. Stimmt nicht. Ich traue Ihnen nur nicht. Noch nicht. Die Menschen scheinen in aller Eile an die Macht kommen zu wollen. Und sie sind schon weit gekommen. Wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das ihre Sache. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden. Der Rat behandelt uns wie Bürger zweiter Klasse. Wir müssen um alles kämpfen. Umso besser. Dann kämpfen Sie darum. Aber erwarten Sie nicht von uns anderen, dass wir einfach zusehen, wie Sie sich alles unter den Nagel reißen. Ich bin ein beschäftigter Mann, Commander. Ich denke, das war's wohl. Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen nicht besonders leiden können. Stimmt nicht. Die Menschen scheinen in aller Eile an die Macht kommen zu wollen. Wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das ihre Sache. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Sie sind die rechte Hand des Rates. Zumindest Sie selbst sehen es so. Ich würde dem Rat nicht empfehlen, sich allzu sehr auf Sie zu verlassen. Was haben Sie gegen die Spectres? Ich habe etwas gegen alle Organisationen, die sich über die Gesetze stellen. Insbesondere stört mich, dass jeder einzelne Spectre entscheiden darf, wann er die Regeln umgehen darf. Auch Sie müssen sicher manchmal das Gesetz brechen, um die Leute zu beschützen. Ich arbeite seit 30 Jahren für die Zitadell-Sicherheit und ich musste nie das Gesetz brechen, um meine Arbeit zu erledigen. Nicht ein einziges Mal. Schon klar. Wir sollen wirklich glauben, dass keiner Ihrer Offiziere korrupt ist? Es gibt mehr als 200.000 Zitadell-Sicherheitsagenten. Einige von ihnen wechseln die Seiten. Aber wir nehmen die Korruption nicht willentlich in Kauf. Nicht wie die Spectres. Wir geben unser Bestes, um illegal agierende Offiziere aufzuspüren und zu bestrafen. Aber die Spectres müssen sich mit solchen Dingen ja nicht abgeben. Die Galaxie ist auf Leute angewiesen, die die Drecksarbeit erledigen. Dem stimme ich zu, aber deshalb haben Sie keine Sonderbehandlung verdient. Wir müssen uns auf Sie verlassen können. Saren ist außer Kontrolle, wir beide wissen das. Aber weil er ein Spectre ist, will der Rat nichts davon wissen. Ist dies die Art, Leute, auf die die Galaxie angewiesen ist? Aber nicht alle Spectres sind wie Saren. Natürlich nicht, aber das Potenzial ist immer da. Erzählen Sie mir von der Zitadell-Sicherheit. Die Zitadell-Sicherheit übernimmt alle polizeilichen und sicherheitsrelevanten Aufgaben hier auf der Zitadell. Wir sind eine zivilrechtliche Abteilung der Regierung, aber viele von uns haben eine Militärausbildung absolviert. Natürlich muss ich als Repräsentant der Zitadell-Sicherheit vor allem dem Rat Rede und Antwort stehen. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Da haben wir ein bisschen was gelernt, nicht? Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein... Ich kann... Was wollen Sie? Oh, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Entspannen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Was können Sie mir über die Azari-Konsortin sagen? Sie ist eine Azari, die hier als... Nun, sie hilft Leuten mit Dingen. Ah, Fredericks. Sie sind nie zu ihr gegangen, was? Nein, ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es kostet ein halbes Jahresgehalt, nur mit ihr zu reden. Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Sicher. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Danke. Viel Spaß noch. Richten Sie nicht zu viel Unheil an. Das werde ich. Spaß haben, meine ich. Ja, Unheil anrichten sollte man auch. Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin sehr beschäftigt. Hallo, Commander. Was kann ich Ihnen anbieten? Was gibt es denn? Vor allem Informationen. Würden Sie gerne etwas über interessante Orte in der Nähe erfahren? Was ist denn hier so los? Die Botschaften haben Sie ja schon gesehen. Hier ist nicht besonders viel los. Jenseits der Brücke sind die Bank, das Emporium und Shaira. Wenn Sie sie noch nicht kennen, wird es Zeit. Vorräte bekommen Sie auf den Märkten eine Ebene tiefer. Und Unterhaltung finden Sie im Flux und in Koras Nest.
Wer ist Shaira? Die Konsortin. Sie kümmert sich um Kunden, die sich ihre Dienste leisten können. Die meisten Diplomaten und Botschafter waren schon einmal bei ihr. Sie ist eine sehr mächtige und respektierte Frau. Erzählen Sie mir vom Flux und von Koras Nest. Also im Flux geht es um Spiele und Tanzen. Jedenfalls ist da mehr los als hier. Koras Nest ist eine andere Geschichte. Dort ist es viel lebendiger und auch tödlicher. Auf Wiedersehen. Aha. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wüsste gar nicht, was das für eine Rasse ist. Und den konnte ich bis jetzt noch gar nicht reden. Also sieht schon cool aus. Ja, ich weiß für ein Spiel, was mittlerweile auch so 8, 9. Ach, ich weiß gar nicht, wie alt es eigentlich ist. Auf jeden Fall schon einiges auf dem Buckel hat. Bin ich erstaunt, wie gut die Grafik ist. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. So, dann gehen wir mal rüber hier. Ist das der richtige Weg schon? Ja. Fünfmal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Woher soll ich das wissen? Die Keeper geben ja nie Erklärungen ab. Und trotzdem lässt man sie machen, was sie für richtig halten. Wir haben ja keine Wahl. Wenn man versucht, sie aufzuhalten, schalten sie einfach ab und werden durch einen anderen ersetzt. Eigentlich seltsam, dass wir so wenig von ihnen wissen. Und es ist frustrierend. Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, Sie zu empfangen? Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit Ihnen zu treffen. Commander Shepard, ich gehöre zur Allianz Navy. Großartig! Sie hören dann in ungefähr 3 oder 4 Monaten von uns. Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihren Namen, wir melden uns dann bei Ihnen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Was tun Sie hier, Nelina? Ich bin eine der Akolytinnen der Konsortin. Nicht alle, die hierher kommen, haben die Gelegenheit, die Konsortin zu sehen. Ich kümmere mich dann um sie. Es ist unsere Arbeit, diese Menschen trotzdem glücklich zu machen. Wie genau kümmern Sie sich um sie? Jede Akolytin hat individuelle Fähigkeiten.
Einige bieten tröstlichen Gesang, andere pflegen Konversation. Wir versuchen immer, die richtige Akolytin für die Bedürfnisse unserer Klienten zu finden. Ich bin auf Berührungen spezialisiert. Mit meinen Fingerspitzen kann ich jeden verspannten Punkt ihres Körpers finden und lockern. Ich würde Ihre Dienste gerne in Anspruch nehmen. Exzellent! Ich werde Sie auf unsere Klientenliste schreiben. Wir werden in 3 oder 4 Monaten Zeit für Sie haben. Was ist eine Konsortin? Welche Dienste bietet sie an? Das ist nicht einfach zu erklären. Sie bietet vielen Leuten Dienste an, individuell auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Einige suchen Rat, andere Unterhaltung und andere wiederum reine Entspannung. Meist wissen unsere Klienten nicht einmal, was sie suchen, bis sie es von ihr erhalten haben. Das klingt, als wäre sie eine Art Orakel. Nein, das trifft nicht auf sie zu. Sie ist bloß eine Frau. Eine Frau mit sehr viel Mitgefühl und einem freigebigen Geist. Machen Sie doch einen Termin und finden Sie es selbst heraus. Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche ihn zu sprechen. Ja, natürlich, Herrin. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Warum will sie mich sprechen? Das weiß ich nicht. Das müssen Sie sie schon selber fragen. Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet Sie dort. Also es erinnert mich immer mehr an Star Wars. Old Republic. Knights of the Old Republic. Willkommen. Was allerdings auch in der Umgebung es liegt. Ist mir eine Freude, Sie begrüßen Rahmenstationen, Rahmenschiffe. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Das will ich doch gar nicht. Das will doch was anderes. Nein. Ah, genau. 6 Punkte kann ich schon wieder vergeben. Cool. Schmeicheln. Sturmgewehr. Im Kampfsystem muss ich mich gleich auch noch mal ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit Ihrer Ankunft hier auf Citadel viel über Sie gehört. Ich mag es nicht, wenn man mir nachspioniert. Verzeihen Sie, Commander. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, zu wissen, wann wichtige Leute auf der Station eintreffen. Viele von ihnen werden zu Klienten. Aber deswegen habe ich Sie nicht hergebeten. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich.
Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Was ist zwischen Ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Commander. Mehr verlange ich auch nicht. Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Nun muss ich Sie bitten, zu